Hallöchen, liebe Freunde hier auf dem Kanal vom PvP. Okay, ja, servus, grüßt euch. Ja, es kommt mal ein Video, was sich mit meinem Funkhobby beschäftigt. Und zwar, ja, möchte ich mein Funkhobby jetzt wieder komplett ja, aktivieren. Ich habe es also nur bedingt ausgeübt. Ja, die meiste Zeit ist für YouTube draufgegangen und ja, jetzt möchte ich ganz einfach wieder mal ein bisschen mehr mein Funkhobby betreiben und dazu musste ich natürlich hier mein YouTube-Studio ein bisschen umräumen und ihr werdet jetzt hier einige kleine Standbilder sehen, wo ihr seht, dass jetzt hier auf der linken Seite vom Schreibtisch ja, einige Veränderungen ja, stattfinden. Schaut mal genau hin, dann werdet ihr feststellen, was so alles verschwindet und was Neues dazukommt. Ja, da habe ich dann meine Funkgeräte platziert und dementsprechend werde ich dann halt auch wieder etwas mehr meinem Funkhobby frönen. Da geht dann natürlich wieder vielleicht ein bisschen Zeit für YouTube verloren. Kann möglich sein, weiß ich noch nicht. Wir werden es feststellen. Aber ihr werdet darüber informiert, wenn YouTube darunter leidet, beziehungsweise ihr merkt es ja dann selber, wenn vielleicht ja, nicht so viel ja, hochgeladen wird. Okay, ja, wenn jetzt dann die Standbilder rum sind, es wird also jetzt dann noch nach diesem Bild kommt nochmal ein Standbild. Dann kommt eine kleine Videosequenz, die ich zum Schluss aufgenommen habe, um euch zu zeigen, wie jetzt mein neues Funkstudio, YouTube-Studio, Funk, ja, ja, wie man es halt nennen will, aufgebaut ist, wie sie es momentan darstellt. Ja, lasst euch überraschen. Vielleicht gefällt euch das Video und dann sage ich einfach mal Klappe, Schnitt und ab ins neue Video. Hallo, grüßt euch liebe Leute hier auf dem Kanal vom PvP. Okay, servus. Ja, möchte ich heute mal euch etwas von meinem Funk-Hobby zeigen, was ich also zig Jahre jetzt vernachlässigt habe und habe es jetzt wieder angefangen. Und das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen und nicht nur das, sondern auch gleichzeitig, wie ich jetzt hier ja, bei mir alles eingerichtet habe, damit ich das alles unter einen Hut bekomme. Hier seht ihr einen Bildschirm, der ist dunkel. Ja, und der zweite Bildschirm, der läuft gerade. Und da sehen wir gerade die alte Gamerin, wie sie streamt. Und ja, es schaut natürlich ein bisschen unaufgeräumt und vollgepackt aus hier noch. Muss dann mal ein bisschen aufräumen. Ja, da oben, wo der Zettel zu sehen ist, da ist meine Facecam, die ist immer abgedeckt. Man weiß ja nicht, was so passieren kann und tut. Ja, dann kommt die Tastatur raus, etc., wie es sich halt so gehört. Ja, dann kommt hier mein Mikrofon, mein AT2020 Plus USB. Ein sehr schönes Mikrofon. Die Boxen da hinten im Hintergrund. Und dann schwenkt man schon langsam Richtung Arbeitsplatz für mein Funkhobby. Hier sehen wir zum Beispiel dieses Kästchen mit dem silbernen Drehknopf. Das ist ein Antennenrotorsteuergerät. Damit richte ich meine Antenne aus auf die Wetterballone. Dann kann ich einen Wetterballon verfolgen mit seinen Funksignalen und kann das auf dem PC darstellen, wo er langfliegt. Hier haben wir einen Handscanner, den AR8200. Der ist für Kurzwelle und UKW geeignet. Dieses silberne Kästchen hier, das ist Vesacom APT06 Empfänger. Der ist für die Wettersatelliten, und zwar für die NOAA-Wettersatelliten. Da kann ich die Signale abgreifen, wenn sie hier über mich drüber fliegen, und kann dann das Wetterbild darstellen, so wie ihr es dann ja, in den Nachrichten im Fernsehen seht. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Empfangsgeräten. Fangen wir mal an mit dem hier oben. Das ist also ein
AR8600 Mark II. Das ist Kurzwelle und UKW-Scanner. Ein sehr schönes Gerät. Macht immer wieder Spaß, Signale hier zu empfangen. Dann weiter drunter kommen wir zu einem Spitzenempfänger. Das ist ein ICOM R7000. Das ist also ein UKW-Empfangsgerät, auch als Scanner einsetzbar. Dann schwenken wir mal hier rüber oder hier vor. Da seht ihr das schwarze Kästchen. Das ist der SDR Play, ein Analog- und Digitalempfänger für Frequenzen im Kurzwellenbereich und im UKW-Bereich. Dann hier ist der NESDR Smart von Noelec. Auch ein Empfänger für den UKW-Bereich. Hier haben wir eine Patch-Antenne mit Empfänger und Verstärker für den Inmarsat-Satelliten. Momentan noch verpackt. Muss ich mich auch mal drum kümmern, wieder aufzubauen. Dann schwenken wir weiter nach links. Hier haben wir auch einen Empfänger, einen Experimentierempfänger, der HAK RF One. Der eignet sich für UKW, also gesamte UKW-Frequenzbereich bis einschließlich so 2 oder 3000 MHz. Das ist also 2 oder 3 GHz. So, dann haben wir hier ein wunderbares Empfangsgerät. Und zwar ist es der ICOM R70. Das ist ein reiner Kurzwellenempfänger. Wunderbares Gerät. Ja. Diese zwei Geräte werden heute noch, obwohl sie schon zig Jahre alt sind, ja immer noch für 700-800 Euro, ja, gehandelt, obwohl sie gebraucht sind, ne? Ja, mal schauen, ich werde die wahrscheinlich auch abstoßen. Sollte irgendjemand jemanden kennen, der ja immer noch sein Hobby betreibt und Geräte benötigt oder ja, das Hobby neu anfangen möchte, Funkhobby. Wie gesagt, die zwei Geräte gebe ich ab für insgesamt 1000 Euro. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Ja, hier ist jetzt also die Ecke, wo ich sitze, wenn ich mein Funkhobby ausübe. Hier läuft gerade ein SDR-Programm eingestellt auf der Frequenz 103.2. Das ist Antenne Bayern. So zwei Boxen nebendran, neben dem Bildschirm. Ja, so schaut es also momentan hier bei mir aus. Muss halt noch ein bisschen aufräumen, aber das werde ich auch noch in den Griff kriegen. Ja, das soll es erst einmal gewesen sein, damit ihr seht, mit was ich noch so meine Zeit vertreibe. Beziehungsweise, wenn jetzt mal auf YouTube nicht mehr so viel erscheinen wird, dass die Abstände größer werden, bis ich wieder Videos hochlade. Kann durchaus der Fall sein, wenn ich dann hier an meinem Funkschreibtisch sitze und meinem Hobby fröne. Ja, dann kann das schon einmal durchaus passieren, dass da vergessen wird, ein Video zu erstellen und hochzuladen. So viel Zeit hat man ja dann auch wieder nicht mehr, ne? Und jetzt wisst ihr, warum das so sein könnte, wenn es passiert. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr bestimmt auch ein paar Links. Und macht Werbung für meinen Kanal. Denkt an ein Like, freue ich mich drüber. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich euch so Neues präsentiere. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr es euch anschaut, hier das Video. Und dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB-OK. Okay.